Krank durch Schimmel. Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute soll es mal um die Schimmelpilze gehen. In erster Linie um den Aspergillus flavus, der ja mit zu den gefährlicheren Schimmelpilzarten zählt, oder Parasiticus. Und diese Schimmelpilze, die bilden die gefährlichen Aflatoxine, die Mykotoxine, die Schimmelpilzgifte. Vor allem kommen diese Schimmelpilze natürlich in der Erde vor. Bei bestimmten Temperaturen können sie ja ihre Macht letzten Endes zeigen. Und dann beispielsweise bei den Tieren im Heu auftauchen, im Futter auftauchen. Aber bestimmte Lebensmittel sind anfällig letzten Endes für diese Aflatoxine, für diese Schimmelpilze, ja, durch Seuchungen, so kann man sagen. Optimaler Temperaturbereich, natürlich klar, wenn es heißer wird oder wenn es wärmer wird, ungefähr bei 22 bis 35 Grad, da fühlen sich die Schimmelpilze sehr, sehr wohl. Und betroffen sind vor allem Speisen, also Samen beispielsweise, Nüsse, Erdnüsse, Pistazien. Wir haben immer wieder in der Weihnachtszeit Schimmelpilz-Intoxikationen mit Erdnüssen eben oder mit den Walnüssen, die nicht richtig durchgetrocknet sind, die man selbst dann letztlich pflückt, und dann ja durch Fehltrocknung entstehen die optimalen Bedingungen letzten Endes für die Schimmelpilze. Aber auch Kräuter und Gewürze. Hier warnt immer wieder das Bundesamt für Risikobewertung, dass hier Schimmelpilze drauf sind, neben Pestiziden und so weiter natürlich. Und dann haben wir getrocknete Früchte, und interessanterweise sind hier die Feigen anfällig für Schimmelpilze, für Aflatoxine. Also hier muss letzten Endes korrekt getrocknet werden, hier muss korrekt gelagert werden, all diese Dinge. Natürlich wird das extrem überwacht, aber wir wissen es selber, wenn irgendwie was mit dem Seecontainer ist bei den Lebensmitteln, oder wenn die Kühlkette oder Trocknungskette unterbrochen ist, dann kann man nicht ausschließen, dass es hier eben zu gesundheitlichen Gefährdungen kommt. Hier gibt es ein Warnsystem, übrigens auch in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern wird das also sehr genau überwacht mit den Schimmelpilztoxinen, und die Lebensmittelkontrolleure achten hier natürlich sehr, sehr deutlich drauf. So, wie können diese Aflatoxine in den Körper gelangen? Natürlich, wenn man sie aufnimmt, wenn man sie einatmet beispielsweise, oder wenn eben auch über Tiere verschimmeltes Futter gegeben wird. Dort sind schon sehr viele Untersuchungen gelaufen, und letzten Endes geht es hier darum, dass das Aflatoxin über Innereien aufgenommen wird. Also es reichert sich dann an, wenn beispielsweise Kühe verschimmeltes Futter bekommen, in Leber und Niere beispielsweise, und letzten Endes ist es für den Menschen sehr, sehr gefährlich. Das Gefährlichste ist hier die Hepatitis, also der Leberkrebs, der dann sozusagen nochmal anfälliger, oder die Menschen, die eine Hepatitis durchgemacht haben, sind dann nochmal anfälliger, die Hepatitis B-Betroffenen beispielsweise, für diesen Leberkrebs, der durch Aflatoxine ausgelöst werden kann, aber auch Atemwegserkrankungen. Und das ist etwas, was man schon häufiger mal in der Praxis sieht. Dieser Schimmel kann sich quasi auf die Nebenhöhlen legen. Ja. Es kann zur Nebenhöhlenentzündung kommen, mit Ausfluss beispielsweise, oder auch Druckschmerz oder Kopfschmerzen. Und hatte ich schon mehrere Fälle jetzt letzten Endes, wo das der Schlüssel war, dass hier immer wieder Aflatoxine, immer wieder Schimmelpilztoxine eingeatmet wurden. Beispielsweise eben auch bei einem Keller, der nicht richtig trocken ist. Und wenn hier Lebensmittel gelagert werden, oder wenn man hier runter geht und die Luft stockt dann so, dann kann man eben diese Aflatoxine aufnehmen. Was man auch häufiger sieht, ist die Bronchitis, also die Entzündung der Bronchien, eben hier teilweise mit Auswurf auch, und asthmaanfällig, also allergische Erscheinungen können letzten Endes hier auftreten. Man wundert sich dann, wieso habe ich es denn jetzt auf der Lunge und so weiter. Es wird ein Haufen Diagnostik gemacht. Derweil hat man vielleicht irgendwie bei einem Freund einen Keller ausgeräumt oder ist umgezogen und hat hier eine nicht unbeträchtliche Menge von Schimmelpilztoxinen aufgenommen. Es kann natürlich dann hinführen bis zur Atemnot, Leistungsknick und so weiter. Aber wir haben auch häufig, und das sehe ich bei meinen Patienten gerade auch wieder in der Vorweihnachtszeit häufiger, eben Magen-Darm-Beschwerden, Befall des Magen-Darm-Traktes letzten Endes von diesen Schimmelpilztoxinen, und die Menschen klagen dann halt über die klassischen typischen Störungen des Magen-Darm-Trakts. Hier sind es häufig wieder die Walnüsse, oder wir haben auch teilweise Getreide. Also Getreide gehört zu den
mit am häufigst betroffenen Lebensmittel, weil Getreide halt sehr, sehr schimmelpilzanfällig ist. So, was haben wir noch? Es kann bis zu neurologischen Symptomen gehen, bis zum Ausfall oder Befall des zentralen Nervensystems, Hirnhautentzündung, Fieber und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch eine ekelhafte Sache, dann können sich die Schimmelpilze sozusagen in der Körperhöhle, Aspergillom nennt man das, können sich quasi ja absondern und dann ja, kann es teilweise bis zur Operation hingehen. So, was kann man machen therapeutisch? Klar, es gibt Therapeutika, also schulmedizinische Mittel, Antimykotika, die hier auch gegen Schimmelpilze helfen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, das sind teilweise Mittel, die stark die Leber belasten. Ich würde immer generell hier eine Darmsanierung machen. Ich würde hier immer generell schauen, was macht das Immunsystem. Ich würde hier generell schauen, gibt es Mikronährstoffmängel, so dass der Körper sozusagen optimal versorgt ist, hier mit der Situation zurechtzukommen. Und dann muss man hier einfach ein bisschen Leberpflege auch betreiben. Ganz einfach aus dem Grund, weil einige der Allopathika, die auf die Schimmelpilze einwirken, eben auch auf die Leber einwirken können. Also gut schauen bei den Lebensmitteln, das würde ich sagen, ist das Fazit. Es nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn dann mal eine Walnuss so ein bisschen ein kleines Bärtchen hat. Schauen, dass der Keller absolut top in Ordnung ist, dass durchgelüftet wird, die Lüftungsregeln beachten, dass es hier nicht zum versehentlichen Befall, zum unbemerkten Befall hinter Regalen und so weiter zur Schimmelpilzsporenbildung hier kommt. Also, das war's zu diesem Thema. Vielleicht nicht ganz das populärste Thema, aber doch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir eigentlich jeden Tag hier mit dieser Thematik konfrontiert sein können. Und gerade die Menschen, die sich biologisch ernähren, wo eben Lebensmittel vielleicht unbelastender sind, hier häufiger drunter leiden. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Video, bis bald.